Wie ziehen Sie Ihren Mediven-Armstrumpf mit dem Medi-Arm-Butler richtig an? Dazu geben wir Ihnen wertvolle Hinweise, denn mit einigen Tipps geht das ganz einfach. Der Medi-Arm-Butler ist einfach zu handhaben. Er dehnt das Gestrick vor und vergrößert den Durchmesser, damit Sie den Armstrumpf bequem anziehen können. Übrigens, Medi-Butler können bei Rheuma, Arthrose, Gelenkversteifungen und Adipositas vom Arzt verschrieben werden. Sprechen Sie ihn hierzu aktiv an. Am besten ziehen Sie Ihren Strumpf morgens an. Bitte legen Sie auch Ihre Gummihandschuhe bereit. Diese verwenden Sie später, um das Gestrick leichter am Arm zu verteilen oder sie von Anfang an beim Anziehen zu tragen. Spezielle Handschuhe gibt es im medizinischen Fachhandel, zum Beispiel im Sanitätshaus. Achten Sie beim Anziehen darauf, dass Ihre Fingernägel rund gefeilt und glatt sind. Legen Sie Ihren Schmuck oder Ihre Armbanduhr bitte erst nach dem Anziehen an Ihren unbestrumpften Arm an. Am besten steht der Butler auf einer rutschfesten Unterlage, zum Beispiel einem gummierten Stoff auf einem Tisch. Die geschlossene Seite des Standfußes zeigt dabei zu Ihnen und die Öffnung des halbkreisförmigen Schaftbogens nach vorne. Mit Gummihandschuh fällt das weitere Anlegen wesentlich leichter. Wenn Sie den Armstrumpf an Ihrem rechten Arm anziehen möchten, tragen Sie den Gummihandschuh an der linken Hand. Beim Anziehen des Armstrumpfes an Ihrem linken Arm tragen Sie den Gummihandschuh an der rechten Hand. Jetzt stülpen Sie den Armstrumpf über den Butler, bis Sie das untere Bündchen des Strumpfes sehen. Achten Sie darauf, dass die Naht seitlich leicht versetzt auf Sie zuläuft. Bei einem Armstrumpf für den rechten Arm zeigt die Naht nach rechts außen, ungefähr auf die 4-Uhr-Position. Bei einem Armstrumpf für den linken Arm zeigt die Naht nach links außen, ungefähr auf die 8-Uhr-Position. Nun legen Sie den Armbutler um und stabilisieren ihn, indem Sie den Winkel an der Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte anlegen. Führen Sie Ihre Hand in den Armstrumpf, der Handrücken schaut dabei nach oben. Mit der anderen Hand halten Sie den Butler fest. Der Ellenbogen liegt bequem zur Seite und die Handfläche zeigt in Richtung Tischplatte. Mit der anderen Hand schieben Sie bitte den Armstrumpf leicht zu sich mit. Wenn der untere Abschluss des Armstrumpfes richtig sitzt, führen Sie den Arm langsam und gleichmäßig in den Strumpf, soweit es Ihnen möglich ist. Achten Sie darauf, den Arm dabei gerade zu halten. Nehmen Sie Ihren Arm aus dem Butler und legen Sie den Armstrumpf nun komplett an. Ein Armstrumpf soll so weit wie möglich in die Axilla reichen, jedoch ohne umzuknicken oder zu reiben. Schließlich streifen Sie den restlichen Strumpf nach oben und legen ihn komplett an. Klappen Sie bei Bedarf das Haftband oder die Befestigung hoch. Achten Sie bei der letzten Etappe darauf, das Gestrick zu fassen, um die Haftbandnaht zu schonen. Verteilen Sie zum Schluss das Material am gesamten Arm. Je nach Gestrick und Strumpflänge können Sie mit den Gummihandschuhen das Material am Arm hin und her schieben oder mit den Fingerspitzen den Strumpf fassen, anheben und neu positionieren. Zum Schluss prüfen Sie, ob der gesamte Strumpf, die Ellenbeuge und das Haftband richtig sitzen. Die Naht sollte über den Ellenbogen verlaufen. Übrigens, die Medi-Butler sind sehr pflegeleicht. Sie können sie mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln säubern. Bei einer zweiteiligen Versorgung haben Sie zu Ihrem Armstrumpf einen separaten Handschuh erhalten. Ziehen Sie den Handschuh so weit wie möglich über Ihre Hand, bis er bequem an Daumen und der Handfläche sitzt. Modellieren Sie dann einzeln die Finger nach. Der Medi-Arm-Butler ermöglicht ein kraftsparendes und einfaches Anziehen Ihrer Kompressionsstrümpfe. Er eignet sich für alle Armstrümpfe, Größen und Ausführungen und garantiert eine stabile und einfache Handhabung. Der Medi-Arm-Butler gewährleistet maximale Sicherheit beim Anwenden. Mit den Medi-Butlern funktioniert das Anziehen ganz einfach. So starten Sie mit Ihren Kompressionsstrümpfen noch schneller in den Tag.